Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitte. Wir spielen Venetica, sind hier im Arsenalviertel von Venedig. Ich habe gerade geguckt dahin, das ist das Schiff, oder? Ja. Was man da sehen kann durch dieses Tor, wo dieser Typ steht. Ja, ja. Ist das, ja, ist das Lagos-Dings hier, kleines Spielzeug? Da oben auch, ja? Ja, auch sieht man hier schlecht. Das ist das seltsam. Also hier im Arsenal gibt es eine ganze Menge Marodeure, Banditen, was weiß ich, jede Menge zwielichtiger Gestalten. Und aber auch ein paar fleißige Arbeiter, schätze ich mal. Ja. Von denen haben wir noch nicht viel gesehen, aber die gibt es auch. Und dann gibt es Jumak-Krieger. Und ich bin hier gestern nochmal langgelaufen und habe den Weg schon mal freigemacht. Du Hoffnung, hast diese Jumak-Krieger da erschlagen. Ne? So, jetzt sind wir hier erstmal. Ja. Sag mal, hier war doch mal wieder ein Rabe, oder? Ja. Ja, hier. Mal sehen, was der uns zeigt. Gucken wir mal. Das ist Wasser. Das hat man auch schon mal. Das war das ja genau. Das ist so eine Wassersäule, ne, oder? Ja, hier sind öfter mal so. Abwasser? Nee, dazu ist es zu sauber. Vielleicht ist das grünliche Abwasser. Ja, nach Abwasser sieht es könnte eigentlich nur nicht Abwasser aus, sein. Also. Ne? Hm. Was denn sonst? Keine Ahnung. Nee. Irgendwie muss ich auch da hochkommen. Ach, keine Ahnung. Muss ich mir darüber Gedanken machen? Ach, auf jeden guck Fall. Mal. Das sind diese Häuser, diese seltsamen. Das hat uns der erste Rabe genau, gezeigt. Genau, das hat er uns gezeigt. Mit den Häusern, die etwas merkwürdig. Das ist umgefallen, das Haus. He? Gebaut sind, ja. Das ist umgefallen. Halt, sei vorsichtig mit deinem Besen. Schmeiß nicht die Leute von der Brücke. Oh, so. Taverne Schädelbruch. Hier sind Turmgreifer. Hier sind Turmgreifer? Was machen denn die Turmgreifer hier? Sind verwandt mit den Mauergreifern, oder? Was meinst du? Nehme ich doch stark an. Hier ist die Plattform. Was ist das denn? Was ist denn die Plattform? Komm her. Mistvieh, lass dich erschlagen. Naja, man kann sie ja runterholen. Das hast du ja schon gut gemacht. Mann, ist ja mühsam. Die kriegt man erst, wenn sie sich festkrallen. Ja, dann verletzen sie dich. Das ist ein... Ja, na, danke. Gut. Jetzt habe ich die ihn Gesundheit ausgelutscht. Ja, auch naja, gut. Naja, ist doch sehr gut. Weil du warst ja auch verletzt. So. Kann man die ansprechen, die Typen, die das da stehen? Das ist ein Aufzug, hä? Ja, sieht so aus. Hallo? Wir können dann mal lesen, was da steht. Wachmann? Das Ding ist außer Betrieb. Ach wenn so. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit meinem Kollegen. Gut, wo ist er? Aha. Gleich gegenüber. Hallo. Und du? Was ist los? Danke fürs Beseitigen der Greifer. Als Zeichen unserer Dankbarkeit darfst du kostenlos die Plattform benutzen. Oh, schön. Nett. Danke. Das ist ja gut. Im Moment wollen wir aber noch nicht. Aha. Wo führt die denn hin? Die Plattform kann genutzt werden. Rauf und runter nehme ich an. Aha. Sind wir jetzt damit gefahren automatisch? Nee, noch nicht. Nö. Hoffe ich. Aber wir haben nicht ganz schön Schwierigkeiten. Nur noch wenige Schritte ja, bis zur Taverne. Das muss ja wirklich gut sein, wenn alle Leute das unbedingt ja hinwollen. Hier also müssen wir jetzt hier hochlaufen. Mhm. Ach, da hinten kann man auch noch langlaufen. Mann, sind das viele Ebenen. Tja. Taverne. Na endlich. Muss ja aber wirklich jetzt gut sein, ja? Ja, das, das war ja schon wie Weg. Irgendwie so ein Traumland irgendwie. Wir sehen. Ha? Wow. Wer seid ihr? Hey. Hä? Medwin. Oh, hallo. Aha. Mhm. Ich hab von ihr gehört. Sieht gut aus. Vielleicht kann sie uns helfen. Sie könnte zusammen mit uns draufgehen. Das könnte sie. Psst. Wir wissen doch noch gar nichts über sie. Dann finden wir es heraus. Verzeihung, aber... Wo bist du? Hm.
Scarlett kannst du ruhig sagen. Ich bin Scarlett. Scarlett, du meinst die Scarlett? Dein Ruf eilt dir voraus, um es mal so zu sagen. Verlieren, also wir sind alles, was vom Widerstand übrig geblieben ist. Die, die Glück hatten. Die, die davongekommen sind und das Morden in der Nacht der Klinge überlebt haben. Wenn du nach Hilfe suchst, dann suchst du am falschen Ort. Den Widerstand gibt es nicht mehr. Du kommst zu spät. Na, dann werden wir sie mal ein bisschen aufrütteln. Das würde ich auch sagen, ja. Seltsam. Nach den Geschichten, die ich gehört habe, habe ich Helden erwartet. Daher kannst du Folgendes für uns tun. Und für die Stadt. Im Hafen ankert ein Schiff. Bis oben hin beladen mit Schwarzpulver. Der Teufel allein weiß, wozu es verwendet werden soll. Aber es kann nichts Gutes sein. Geh zum Hafen. Er liegt hinter der Werft. Und geh aufs Schiff, wenn die dämlichen Wachen ihre Pause machen. Jag das Schiff in die Luft. Jag alles in die Luft. Damit wirst du Leben retten. Komm zurück, wenn du erfolgreich warst. Aha. Also haben wir einen Auftrag von den Rebellen, damit sie uns vertrauen. Die sind uns sowieso lieber wie die Banditen, stimmt's? Ja, mir sind sie lieber, aber natürlich hätte ich gerne ein bisschen mehr über die Rebellen gewusst, denn ich weiß eigentlich nichts über die Rebellen. Wen haben wir hier? Ich bin hier aufgewachsen, weißt du? Hab die guten alten Tage erlebt, als ich jünger war und nicht Schicht auf Schicht im Trockendock schieben musste. Also, was willst du? Deine Geschichte hören. Erzähl mir von den guten alten Tagen. Ah, damals. Meine Kumpel haben mir die Docks und Tavernen gezeigt. Und wie ein flinker Junge ein oder zwei Dukaten am Tag verdienen kann, indem er durch die steilen Straßen des Arsenals sprintet. Wir hielten uns für gewitzt und wagemutig und unterboten daher die größeren Jungs, die 3 Dukaten oder mehr für einen einzigen Botengang verlangten. Ich glaube, ich bin nie glücklicher gewesen als damals. Heute hat die Gier des Dogen längst alles ruiniert. Ich erkenne diesen magischen Ort meiner Kindheit nicht wieder. Wenn sich eine Gelegenheit bieten würde, dann würde ich dieser verkommenen Stadt sofort den Rücken kehren. Ja. Könntest du dir vorstellen, in den Bergen zu arbeiten? In den Bergen? Wie meinst du das? Klar, Arbeit in der Kupfermine. Ja. Genau. Wir müssen doch Leute suchen. In einem Dorf nicht weit von hier sucht ein Minenarbeiter ein paar starke Kerle, um eine Kupfermine wieder zu eröffnen. Klingt nach harter Arbeit, aber die bin ich gewohnt. Und alles ist besser, als für Largo zu schuften. Ich werde diesen Minenarbeiter besuchen und ein paar meiner Freunde werden mich sicher begleiten. Kupfer, warum nicht? Sehr schön. Ja, gut. Herbert. Na. Ja. Ach, alles so ruhig heute. Ja, können wir mal anfangen. Über die Taverne erst. Erzähl mir was über den Schädelbruch. Ah je. Was soll ich sagen? Ich bin umgeben von den Gescheiterten, den Geflohenen und den Enttäuschten. Kein Wunder, dass die Dinge hier manchmal außer Kontrolle geraten und mein Haus dann seinem Namen alle Ehre macht. Und kein Wunder, dass auch ich ein paar Spuren abbekommen habe. Tja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier nach Sophistos zu fragen. Würde ich jetzt nicht tun, weil ich kommen können sagen, wer kann mir helfen, wenn ich mit Lago sprechen muss. Wollen Sie einfach mal mit Lago sprechen? Ja, vielleicht. Aber Lago muss nicht mit mir sprechen. Solange du keine Empfehlung oder so bei dir trägst, kannst du dir das aus dem Kopf schlagen. Siehst du die schweigsame Frau da drüben? Im Gegensatz zu dir kann sie sprechen, mit wem sie will. Doch besonders hilfsbereit ist sie nicht. Wenn du Lago einen Besuch abstatten willst, musst du sie überzeugen. Aber das wird keine leichte Aufgabe. Na gut, bis wir später. Gehen erst mal. Und gehen mal zu dieser netten Dame, die nicht besonders hilfsbereit ist. Das ist Leora. Für sie haben wir ja den Brief. Da müssen wir ja sowieso einen Brief abliefern. Brief geben. Warte, ich habe einen Brief für dich. Ein Brief? Zeig ihn mir. Oh nein. Er auch noch? Jetzt wurden alle niedergestreckt. Entweder war die Person, die dir diesen Brief anvertraute, sehr verzweifelt,
Oder sie wusste, dass man dir vertrauen kann. Aber ich werde nicht wagen, herauszufinden, was davon stimmt. Meine Urteilskraft hat mich schon zu viele Male im Stich gelassen. Was hast du? Du scheinst nicht gerade in bester Stimmung zu sein. Ich habe viel von dir gehört. Komm mir nicht zu nah. Nicht, wenn du nicht willst, dass Victor weiß, dass du hier bist. Victor ist mein Meister. Das war nicht immer so. Ich war einmal anders. Aber ich war auch blind. Den einzigen, der mir je etwas bedeutete, habe ich dabei verloren. Er starb an einem dunklen Ort. Schmerzvoll. Und all das durch meine Taten. Unsere letzten Worte wurden im Zorn gesprochen. Ich werde so etwas nie mehr geschehen lassen. Ja, wo ist er? Wo genau ist dein Mann gestorben? Was hilft es dir, das zu wissen? Er starb am finstersten Ort dieses dunklen Bezirks. In einem Raum tief in den Katakomben. Oh, warum konnte ich ihm nicht mehr sagen, dass ich ihn niemals verraten wollte? Na gut. Oh ja, das ist ein Auftrag. Wenn wir das machen, dann kommen wir vielleicht mit dir sprechen. Sowieso in die Katakomben. Ich nehme an, da ist auch wieder unsere Krypta. Was sind das hier für Leute? Achso, das sind ja die, mit denen wir das schon gesprochen haben. Das sind die Rebellen. Ja, die Rebellen. Wen haben wir hier? Yuma. Ich kann sowieso nur mit der Frau sprechen, an den Typen komme ich gar nicht ran. Wie konnte es bloß jemals so weit kommen? Die Prinzessin war unser großer Hoffnungsschimmer, unser Licht in der Dunkelheit, wie sie sich diese Verbündeten suchte. Diese falschen Verbündeten. Jetzt ist sie das Werkzeug des Dogen. Und unser Land ist verflucht und verlassen. Und wir sind hier gestrandet. Nur wir drei Flüchtlinge haben überlebt. Der Schriftgelehrte, ich selbst und Akbar, der unten in der Werft arbeitet. Zumindest sind wir sicher, jetzt wo wir in Venedig sind. Aha. Dann sollten wir vielleicht sagen, dass die Prinzessin hier ist, oder? Aber wir können es auch fragen, ob sie arbeitet. Was für eine Arbeit hattest du damals? Ich war eine Händlerin. Und eines Tages, wenn alles vorbei ist, unser Land wieder von seinen Fesseln befreit, dann werde ich erneut eine Händlerin sein. Ihr seid nicht länger sicher. Die Prinzessin ist jetzt in Venedig. Was? Oh nein! Jemand muss Akbar warnen. Wir können die Taverne nicht verlassen. Das wäre viel zu gefährlich. Bitte, geh zur Werft. Sie ist auf der unteren Ebene. Sprich mit Akbar. Er muss sich sofort verstecken. Oh, gut. Komm her, machen. Ja. Ach so, man kann schon mit ihm. Lass mich allein. In dieser entmutigenden Zeit wünsche ich keine Gesellschaft. Na gut. Na gut. Man muss nur um den Stuhl drum rumlaufen. Naja. Ja. Dann sind wir hier. Das ist alles, ja? Doch. Würde ich doch sehr vermuten. Vermuten. Dann na, dann vermuten wir mal. Mehr habe ich nicht gesehen. Ach so, wir wollen doch über Sophisto wissen, wo der gewohnt hat hier, damit wir mit seinem Geist sprechen können. Stimmt. Das ist der Grund, warum es immer da ist mit Sophisto. Aber ich glaube, wir sollten als allererstes dann mal Akbar warnen. Ja, das machen wir jetzt auch. Das scheint vordringlich zu sein. Warnung für Akbar. Und der ist nicht so hastig, junge Frau. Mann, kann man diesen Dingsaufzug benutzen? Das hatte ich vor. Die Plattform. Hallo. Ja? Plattform benutzen. Oh. Was? Hoppelt, ganz schön schnell. Aber ganz heftig, ja? Ja, aber ist sicher. Keine Sorge. Ist ja fast wie Schüttelfrost. Hm. Aber besser als die Treppen hochlaufen. Obwohl es ja gesund ist, wenn man Treppen steigt. Mama auf die. Hä? Was denn? Ja, ich krieg schon wieder diese komische Karte. Na gut.
Ach so, ich muss erst mal reinzoomen. Ja. So geht's jetzt vielleicht. Ja, jawohl. Um dann rauszuzoomen. Ja, da unten haben wir einen grünen Punkt. Guck. Ja. Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind da. Oh. Wir sind hier. Puh, wir müssen nach Südosten. Dann versucht man mal nach Südosten zu gehen. Wo ist meine Nordmarkierung? Da ist Norden, da müssen wir in diese Richtung. Und wie kommen wir in diese Richtung? Das ist immer das Problem. Immer der Nase nach. Ha, ha. Vielleicht sollte ich sehen, dass ich mal nach unten komme. Aber wie kommt man hier nach unten? Da gibt es da eine Treppe. Was ist das hier? Geht's hier runter? Nein. Hier, wie heißt denn das hier? Hm? Was ist das jetzt denn hier? Das, der Lotus? Nee, ne? Also mich. Ja, doch, ja. Ist der liebliche Lotus. Hier ist der Lotus. Mhm. Und hier kommen wir nicht nach unten, aber hier ist eine Treppe nach unten. Mhm. Ja. So. Mal sehen. Oh, hier. Eine Lilie. Steinlilie. Mhm. Ach, wir kommen einfach ins Wasser. Mhm. Praktisch. Das kannst du doch hier überall, oder? Wo du auch wirklich dann ans Wasser kommst. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Kommen wir überall schön rein. Was ist denn das hier? Raus. Diese, wo ist, ah, okay. Ah, hier geht's in die Katakomben. Das ist die Tür, ja, für in die Katakomben. Ja, ja, nee, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir wollen jetzt so. Aber jetzt Akku. Wollen wir erstmal den. Ja, genau. Aqua warnen. Mhm. Hier ist eine Leiter. Ach, und hier kommst du jetzt nicht weiter. Hier komme ich wieder nicht weiter. Ja, Karte musst gucken. Gucken, sind wir noch. Aha. Wir sind dran vorbei. Also müssen wir raus. So, auf jeden Fall. Raus und höher. Na, da können wir ja gleich mal die Leiter hier benutzen. Ja, können wir machen. Naja, hier sind die. Was denn? Aber das scheint richtige, gute Wachen zu sein. Na, ne? Gute gibt es hier vielleicht nicht, aber naja, sind auf jeden Fall Wachen, die uns vielleicht hier gar keine nicht unbedingt guten. Was tun. Was willst du denn? Lass mich durch. Lass mich durch. Ich möchte in die Werft. Auf keinen Fall. Du hast keine Erlaubnis. Verschwinde. Moment. Vielleicht kann sie uns bei unserem Problem helfen. Halt die Klappe, du Idiot. Weißt du, wer sie ist? Ich nicht. Mehr erfahren. Ja, klar. Was für ein Problem geht es? Sollen wir ihr vertrauen? Ich weiß nicht so recht. Sie könnte uns schon helfen, denke ich. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Nun, wir wurden vom inneren Bezirk hierher strafversetzt. Ihr wurdet strafversetzt? So. Wieso? Ach, zur Hölle, was soll's. Hör zu. Wir waren zu lange draußen, weil wir ein paar Geschäfte mit, sagen wir, besonderen Leuten gemacht haben. So. Als wir zurück in der Garnison des inneren Bezirks waren, haben wir das Zeug in zwei Truhen versteckt. Aber dann wurden wir hierher strafversetzt, weil wir zu spät gekommen waren. Und jetzt ist das Zeug in den Truhen im inneren Bezirk und wir in großer Gefahr. Also, hier ist das Angebot. Wenn du uns das Zeug aus der Garnison holst, ohne dass dich der Hauptmann dabei sieht, dann lassen wir dich durch. Na ja. Ist ja, erst mal ein Deal. Ich werde das Zeug unauffällig besorgen. So. Geh nach A, mach das. Das na ja, geht aber nur, wir, wenn ja. du... für B eine Aufgabe erledigst. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kommen wir von hier wieder in den inneren Bezirk. Hm. Wir müssen gucken, ob es irgendwo ein Ding gibt, zum Beispiel ein Gondoliere. Der Gondoliere wäre eine Möglichkeit, ah, oder aber die Brücke. Ja, Gondoliere ist eine Idee. Gucken wir doch mal. Hallo, gibt es hier irgendwo eine Gondel?
Da unten da ist doch einer. Da ist einer, ja. Dazu muss ich nach unten. Und wie geht's hier am besten, am schnellsten nach unten? Guck mal, da ist doch die rüber über die Treppe. Dings hier und wieder runter. Ja, da ist die Treppe nach unten. Mhm. Nee, wir wollen nicht zu den Banditen. Nee. Was war denn der? Der war hier um die Ecke. Da ist doch die Gondel. Ja. Keine Zeit, um mit Banditen zu spielen. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? So, die Frage ist, wo ist der innere Bezirk? Du musst das irgendwie gut im Kopf haben hier. Oh, hier hin. Das ist der innere, ne? Ja. Okay. Das ist da am Marktplatz. So das ist da, wo die Kathedrale ist, die hohe Bereich. Kathedrale. Aber das ist auch der äußere Bezirk. Ich habe zwei gesehen, also im Aber da, wo die Kathedrale ist doch der äußere Bezirk, oder? Nee, die das Kathedrale ist, der ist im Innern. Ja, gut, okay. Ja, gut. Also mir als Hauptsache, wir sind da. Ach so, jetzt sollte ich vielleicht den richtigen Auftrag anmachen. So. Ist denn die gar nicht so? Ja. Hier ist der Innere. Stimmt. Wo ist die gar nicht so? Ach, jetzt waren wir wieder draußen. Ja. So. Also ach so, vielleicht soll ich ja, wo die den gar Auftrag nicht mal anmachen. Wir haben ja einen neuen Auftrag jetzt. Ja, Warnung für Akbar. Aber da geht abgelegte Ehre, heißt der neue. Da oben, abgelegte Ehre. Richtig. Ja. Aha. Nee. Wir wollen ja rein. Und wo ist das? Ja. Ja, wo sind wir? Such. Wir sind hier, einfach die Brücke ja, gut. Über ich die Brücke schon. Und die nächste und wieder wir, genau. Da runter. Mhm. Das müsste eigentlich passen. Ja, wir gucken mal an, was es ist, ja. Weil das ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Hier ist der Hauptmann nämlich in Ordnung im Inneren. Ja. Der Rock ist okay, ja doch. Okay, ich bin schon vorbei. Ach, sind die jetzt im Handelshaus? Ja, kann ja sein, ich weiß es nicht. Sieht fast so aus, ja? Ja, ich weiß nicht, wo ist denn der grüne Punkt? Ist er? Ah ja, Hauptmann der Wache. Er sucht Arbeit, spricht mit dem Hauptmann der Wache. Ja, was passiert denn? Was so blöd. Lass doch noch mal gucken, was... Da ist keiner. Jetzt gucken wir mal. Das ist eine Truhe. Ja, die Truhe wird es ja wohl sein, oder? Die ist Rock. Da ist noch eine Truhe. Ja, aber da ist auch Rock, falls du ihn nicht gesehen haben solltest. Ja. Ich überlege gerade. Na, was denn? Ich würde sie doch ganz gern verpetzen. Wir wissen aber gar nicht, was drin ist. Der ist doch in Ordnung, Rock. Ja. Gut. Mach ich einfach. Einige deiner Wachen verstecken Beute in der Garnison. Was? Wer? Und wo ist der Kram? Die Wachen, die zur Werft strafversetzt wurden. Die Beute ist in diesen Kisten. Diese verfluchten Hunde. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke für diese Information. Die werden bekommen, was sie verdienen. Mhm. Gut. Also, kann man nur hoffen, dass wir jetzt da auch trotzdem in die Werft reinkommen, ne? Ja. Hast du noch Aufträge? Hast du Aufgaben für mich? Ich habe keine offiziellen Aufträge für Söldner. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein. Bis später. Nö, danke. So, wenn die beiden aus dem Verkehr gezogen werden. Meinst du, sind sie weg? Dann hoffe ich, dass sie jetzt weg sind. Das hoffe ich auch, das hoffe ich sehr. Ich meine, es war schon richtig, das zu tun. Weil ich meine, so richtig, ja. Die Korken müssen aus dem Verkehr gezogen werden.
Ah, da drüben ist die Anlegestelle. Mhm. Schön. Können wir ja wieder zurückfahren. Ja. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Ich möchte die Gondel benutzen. Wo möchtest du hin? Ja, sind wir ja Zweite. Ja, da wo wir schon das letzte Mal ausgestiegen sind, ne? Da. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist richtig. Aber das sieht ganz gut aus. Ja. Da können wir uns jetzt wieder unseren ursprünglichen... Ah ja, speichern ist auch nicht verkehrt. Ja. Aber eigentlich wollte ich... Ach, das, Leute, das ist lästig. Ah, das war irgendwo hier unten. Du kannst ja wieder in dein Ding reingehen und das markieren. Das ja, ja, ich muss erstmal den Auftrag wieder markieren. Warnung für Akbar. So schwierig ist es ja nicht. Also. Nee. So. Also wieder quer durch nach Südosten. Ja, ja. Wie ihr habt. Ja. Na gut, wir hätten vielleicht auch näher ranfahren können mit der Gondel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt. Ich habe auch nicht geguckt. In welchen Fällen ist vielleicht manchmal ganz gut, wenn man das vorher markieren kann. Aber kann man das? Doch, müsste man eigentlich können. Naja, egal. Schwimmen wir hier lang oder gehen wir lieber da lang? Wie gesagt, ich kenne mich hier noch so gut wie gar nicht aus. Was ist denn hier immer so? Das Wasser. Ach, da tropft was. Ja. So, hier kommst du nicht rein. Ich bin hier schon wieder vorbei. Mhm. Ich muss hier wieder hoch. Naja, aber die Wasserwege sind gar nicht so unpraktisch. Mhm. Leiter. Ah, ist wieder die Leiter, genau. Und da stehen sie ja gleich links. Ja, ich hoffe, es sind jetzt andere. Das hoffe ich doch schwer. Mal gucken, was sagt der Rabe? Der Rabe zeigt einen Durchgang mit irgend so einem komischen Kriegsgerät. Ach, ja. Du warst es, der unserem Hauptmann geholfen hat, die dreckigen Schweine unter uns ausfindig zu machen. Du darfst jederzeit eintreten. Danke. Das war sehr gut, vielen Dank. Das hört man doch gern. Ja. Wer bist du denn? Ja, also der ist nicht der, den wir suchen, aber... Doch, aber weiter ist es. Weil ja, den wir suchen, ich denke, der ist dunkelhäutig. Ja, davon können wir vermutlich ausgehen. Frage ist, ist er überhaupt hier? Doch. Hä? Doch, doch. Ah, ah ja, du war ja, wir die schon spät. Wieder. Wir kommen zu spät. Hey, hey. Du musst ihm helfen. Aua. Mann. Da ist der andere. Die haben ihn getötet. Nee, der ist noch da, Gott sei Dank. Der hat ja einen Turban auf. So. Du hast mein Leben gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es wird eine Zeit kommen, wo du mich brauchen wirst. Ich werde da sein. Ich werde nun an einen sicheren Ort gehen. Das ist okay. Gut, bleib in Bewegung. Alles in Ordnung. Okay, soweit, so gut, das haben wir jetzt irgendwie geschafft. Etwas sehr merkwürdig ausgewählt. Ja, es sah merkwürdig aus. Aber Gott sei Dank sind die alle. Ja. Also wenn wir Stammes-Speer mit dem Stammes-Speer verbunden sind, auch die Schilde, ne? Ja, das ist immer beides zusammen. Eine Einheit. Oh, hallo. Auch hallo. So. Wir können ja die Pläne wohl ich nicht Ich weiß lesen. Jetzt gar nicht, wie Akbar ausgesehen hat. Der hat den... Akbar hatte einen Turban auf. Im Gegensatz zu den Yuma-Stammeskriegern. Die haben ja so einen komischen Büschel da oben. Aha. Und er hat einen Turban auf. Einen weißen Turban, glaube ich. Auf jeden Fall einen hellen Turban. Das sieht aus wie das, was, das, was der Rabe uns der Rabe gezeigt hat. Genau. Und? Das hat aber nichts zu sagen unbedingt. Aber es kann sein, dass du hier irgendwas findest. Ein Nexus oder so. Weiß ich nicht. Kannst ja mal gucken.
sehe nichts. Nee. Vielleicht soll man hier durchgehen? Ja, das kann sein. Da kriegst du also auf jeden Fall erstmal Erfahrung. Gehen wir doch mal durch. Aber es geht hier durch diese... zum Hafen? Zum Hafen. Aha. Ah ja, wir kriegen erstmal wieder einen kleinen Rundflug. Ah ja, schön. Die Skala sieht ein bisschen klein aus, hä? Naja, jetzt kommt das Schiff hin. Ah. Das ist gar kein öffentlicher Nahverkehr. Das ist ein Fließband. Ja. Die produzieren Schiffe am Fließband. Hier. Genau. Und hier werden sie ins Wasser geworfen. Genau, so ist es. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, schade. Also als öffentlichen Nahverkehr hätte ich sie echt zu schätzen gewusst. Wenn sie so viele Schiffe produzieren, weiß ich nicht, was sie damit vorhaben. Das hat zu Wasser mit den Goldfolien. Mit bösen Ahnungen. Und durch die Luft mit den... Aber es ist wirklich toll gemacht, die Idee. Bussen. Ist so toll. Ja, die Idee ist echt toll. Gibt es hier auch Blümchen am Ende? Aber hier gibt es eine Gondel. Nee, keine Blümchen. Naja, vielleicht willst du ja aber wieder... Aber Gondoliere gibt es hier. Vielleicht willst du ja wieder zurück zu wissen. Was willst du denn als nächstes machen? Jetzt wollte ich mich erstmal hier umgucken, wenn ich schon da bin. Einfach mal gucken, wie es hier am Hafen so aussieht. Ja, genau. Da kommt man ja wohl nur durch die Werft hin. Hier kommst du nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Aber da, wo die Wachen sind, kommst du hin. Ja. Okay. Weiß nie, welche Wachen jetzt. Mir ist so eine Art... Oh, hallo. Hallo. Auch. Die sind okay. Ja. Ist das eine Art Brücke hier, die sie dann aufmachen, ne? Das ist wohl eine Brücke. Denn, wenn so ein Schiff kommt, wenn sie so ein Boot fertig haben. Oh, hallo. Auch hallo. Aha. Und wann macht ihr die Brücke wieder auf? Rabe. Guck mal, was der Rabe uns zeigt. Das dann ist der Rabe. Oh, guck mal da. Hey, geh doch hin, da wird jemand gehauen. Mann von den Banditen, das ist unser... Wer ist das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bring den Banditen um. Aua. Ich dachte, der wäre hin. Da ist jetzt auch hin. Das war schon das dritte Mal diese Woche. Und wieder kein Wachmann weit und breit. Langsam geraten die Dinge außer Kontrolle. Na, die können am besten oh, hallo sagen. Ist da schon wieder einer? Nee. Och, die halten sich raus. Schaut gut. Was denn? Lüttokarten? War nur in einer was drin? Hätte ich ja die zweite stehen lassen können. Naja, das musst du halt vorher wissen. Tja. Na du, wer bist du denn? Sven. Möchtest du etwas kaufen an diesem wunderschönen Tag? Ja, mal gucken, was du hast. Was hast du denn zu verkaufen? Was für Waren verkaufst du? Die frischesten Fischprodukte Venedigs. Aha. Ich möchte deine Waren sehen. Ein Tran zum Beispiel. Tran, Lachs. Fisch und Tintenfisch. Na gut. Ja, danke schön. Wenn wir Hunger haben, dann sagen wir dir Bescheid und dann werden wir was kaufen. Aha. Lagerhaus. Wollen wir da so an ohne weiteres rein? Wir gucken mal. Man kann rein. Ja, offensichtlich. Guck mal da mal vorsichtig. Oh. Das ist also ein Bagger. Daher kommen also diese Zähne. Nun.
schon ganz ordentlich Punkte. Wow, 200 Punkte. Ja. Das hat sich gelohnt. Das war wohl der Wachhund. Den hast du jetzt abgemoxt. Warum hat der keine Zähne? Weil sie ihm die Zähne schon abgenommen haben. Ich will seine Zähne haben. Oh, das sind Juma, ist ein Juma-Krieger. Oh ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Naja, es muss ja nicht nur einer sein. Ja. Zwei gönnt man sich erst recht gerne, stimmt's? So zum Nachttisch oder wie? Hallo, wir könnten Freunde sein. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir Freunde werden, oder? Nein, es werden wir nicht. Komm her, hier kann man viel besser tanzen. Na, noch ein. Mann, hey, jetzt ich vergesse immer, ich denke, die müssten jetzt hin sein. Das sind sie aber nicht. Und dann sind sie es nicht. Das ist weiter, aber warum denkst du das immer? Das musst du doch langsam lernen. Ja, das sollte ich vielleicht mal langsamer lernen. So, jetzt machen wir Schluss. Ich denke mal, ja, es ist gerade eine günstige Gelegenheit. Oh ja, ne? Stimmt eigentlich. Okay, bis zum nächsten Mal. Doch was. Na gut, bis dann. Ciao. Tschüss.